Ah, ich muss einen Arzt finden. Mein Arm. Salute. Ich brauche Medizin. Ah, lasst mal sehen. In eurem Alter erfordert die Heilung solcher Wunden mehr als Medizin. Hier ist etwas gegen den Schmerz. Heilen wird es die Zeit. Grazie. 4 von 5 Ärzten würden zu Egeln greifen, aber die sind bei solchen Wunden nicht sehr wirkungsvoll. Jedoch kann ich euch einige gute Kollegen in der Stadt empfehlen. Braucht ihr sonst noch etwas? Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. In eurem Alter. Wenn sie ihre Predigten in Heuschobern abhalten. Ah, mein Rücken. Heißt ein Bauer, widersetze sich der Verhaftung. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann warten. Von seiner Heiligkeit werden alle nicht ihm unterstehenden Milizen der Stadt abgelöst. Es ist schwer seit Babelstein. Wenigstens ist mein Junge in der Fattoria in Campania gut aufgehoben. Der heilige Stuhl hat die neuen Verhaltensregeln. Bisher konnten wir immer gut davon leben. Und einer Strafe für das Zeigen entblößter Haut zugestimmt. Die wichtigste Änderung betrifft die minimale Ärmellänge von Lauf! Lauf! Hilfe! Er ist ein Mörder!
Hier stehen Leben auf dem Spiel! Sie war eine Schönheit. War sie? Bis dieses Schwein sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht. Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Il Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice. Meine Besten. Aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Ich werde dein Ohr als Trophäe behalten. Requiescat in pace. Verschont mich. Ich bin nicht wie die anderen. Die Minnesänger werden gebeten, die Bekämpfer über den Wettbewerb ein neuerliches Aufkommen von der in der Stadt. Die Hälfte der Rioni und die meisten Läden der Kirche werden hier. Ezio, welche Überraschung, euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Folgt mir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Tue ich das je? Hattet ihr heute Glück bei dem Mauren? Ach, ja, schade. Er sagte mir, er brauche... Kanaillen!
Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werde ich den Ruhm nicht gerne. Ich habe meine Klinge. Es mag toll. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Erst letzten Monat kaufte der Visconte drei... Eure Münzen scheinen echt zu sein. Ben, nun könnt ihr die Reise zurück nach Florenz überleben. Vielleicht. Aber ich gehe nicht nach Florenz. Oh. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregion. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Villa. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nennt mir seinen Namen. Cesare, Führer des päpstlichen Heers. Was er mit seiner Macht im Schilde führt, was den Mann antreibt, das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier und bei seinem Tempo wird er es kriegen. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. Was zum... Attento! Was treibt dein dazu? Mein ältester Bruder ist der Letzte in der Familie. Ah! Attenzione! Oh. Ezio! Ich brauche eure Hilfe! Der Herr ist meine Hilfe! Da ist er! Ich muss sie verschwenden. Immer zur richtigen Zeit am falschen Ort. Momentchen! Vorsicht, Freund. Ich mag euch nicht. Sollten wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist Gesetz? Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. Lass mich los!
Ich habe niemandem etwas getan. Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Signoria Cesare Borgia möchte alle Römer einladen, die Macht der neuen Kriegsmaschinen zu bezeugen, die der große Maestro da Vinci geschaffen hat. Der Feldzug in der Romagna wird mit Hilfe dieser Geräte sicher bald entschieden werden. Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkauf. Nach euch. Bischof Cibo von Foligno gab bekannt, dass in seinem Bischofssitz ein Wunder gefeiert und untersucht wird. Während des Das Concilio, bitte. Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Streit doch nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt, auf Sand zu bauen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ich werde beim Kapitol warten. Dort werde ich einen Verbindungsmann. Gebt mir mein Geld zurück! Kommt hierher zurück! Ihr macht einen großen Fehler! Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Tut mir nichts.